Ihr Lieben, wir sind wieder unterwegs und dieses Mal, da fahren wir jetzt in ein Land, da waren weder der Helle noch ich. Und da sind wir jetzt aber auch wirklich richtig gespannt und neugierig drauf, wie das da so ist. Belgien hat uns eigentlich bisher noch nie irgendwie was gesagt, außer dass das EU-Parlament ist und was wir aber jetzt in der Zwischenzeit auch schon mitgekriegt haben, das soll es die weltbesten Pommes geben. Da wurden die Pommes erfunden. Sogar, hört, hört. Also, und wenn ihr wollt, dann begleitet er uns jetzt. Aber die Pommes ist mir selber. Ja, also wir werden schauen, dass wir da welche finden. Angeblich gibt es die an jeder Ecke. Also, dann schauen wir mal. Ja, also begleitet uns. Hintergrund, denke ich. So, und angekommen sind wir. Allerdings nicht in Belgien. Wir sind bei den Schwaben. Ja, also, und wie das halt so ist im Leben, es kommt manchmal anders, als man denkt. Und so ist es uns halt jetzt auch mal wieder gegangen. Eben, wir wollten eigentlich mal Belgien erkunden, weil wir beide ja da noch nie waren. Haben uns schon Ziele ausgedacht, die schön zu zeigen sind. Ach. Waren auch schon auf dem Weg, waren schon direkt vor der Grenze nach Luxemburg gestanden. Ja, da haben wir dann noch mal eine Nacht, wollten wir da noch mal übernachten. Und dann schauen wir auf den Boden und wir sehen. Oh ja, ein richtiges Rinnsal, Wasser, lief uns der Womo, der Gustl entlang. Ja? Also da kam natürlich dann gleich mal Freude auf. Dann natürlich, und wir verlinken euch auch mal das Video Frostschaden, ja, da haben wir nämlich genau dieses Problem geschildert, was ja dann kein Frostschaden gewesen ist. Das Ganze ist 3 Monate her. Jawohl, und es war, der Wasserhahn war kaputt damals und es waren die gleichen Anzeichen, wie sie jetzt auch sind. Nur, dass jetzt das Wasser etwas stärker läuft. Ja, viel stärker sogar. Ja, und also, es war damals schon grenzwertig, ständig Wasser an- und ausschalten und ständig abtrocknen. Hoppla. Und deswegen haben wir uns entschlossen, nach einer Rücksprache mit dem Reparaturservice von damals, der Firma Hümer, dass wir da lieber einen Termin vereinbaren, denn es ist kein Genuss, 14 Tage Urlaub zu machen und dann kann man nicht das Wasser richtig benutzen. Nee, das ist nervig, weil man dann bei jedem Mal, wenn man das Wasser anmacht, gleich irgendwas hinlegen muss, dass einem das Wasser nicht durchs Wohnmobil fließt und dann immer wieder das Wasser ausschalten. Also am Hauptschalter ist das ja eigentlich, oder? Ja. Also der ganze Tag ist mal Wasser an, Wasser aus und das ist nervig, da hatte ich keine Lust immer dazu. Immer den Rest ablassen, damit kein Druck mehr auf der Leitung ist. Ja, und da hatte ich einfach keine Lust dazu und deshalb haben wir uns entschieden. Wir rufen bei Hümer an, haben auch gleich einen Termin bekommen. Jetzt ist halt Wochenende und deshalb sind wir jetzt zurückgefahren. Jawohl. 500 Kilometer sind wir zurückgefahren und stehen jetzt in Pfullingen, wo wir schon mal gestanden sind beim Schloss Liechtenstein. Und wir nutzen aber die Zeit und stellen euch 2 Reisebegleiter vor, die wir mittlerweile an Bord haben. Und zwar ist es der Fasco und die Insta. Bei der Insta hat bestimmt schon der eine oder andere von euch bemerkt, dass wir in unserem letzten Video einige neue Szenen oder Schnitte irgendwie im Video drin hatten. Wir wurden auch diesbezüglich angeschrieben. Ja, da, also dem einen oder anderen ist es doch aufgefallen, dass sich da was anderes getan hat. Und deshalb wird euch jetzt Helle dann die Insta vorstellen. Also das wollen wir nutzen. Wir stellen euch diese neue Kamera, die wir zur Verfügung gestellt haben von der Firma. Die stellen wir euch vor, wie man damit arbeitet. Und dann haben wir hier den Translator extra für Belgien zugeschickt bekommen von der Firma Fasco. Ausprobiert haben wir. Wir kommen damit zurecht und auch was dieses Gerät kann, was es nicht kann und so weiter und so fort. Das stellen wir euch auch in diesem Video vor. Ja, und jetzt fahren wir noch ein bisschen Fahrrad, weil das ist hier, also es ist ein wunderschönes Wetter und das müssen wir jetzt noch ein bisschen genießen. Und ich glaube, da dabei machen wir noch ein paar verschiedene Aufnahmen mit dem Insta, damit man euch auch noch zeigen kann, was man da sonst noch ein bisschen damit machen kann. Genau. So Spielerei eigentlich, oder? Ja, klar.
Für die Frauen sind Spielereien, für die Männer sind es harte Arbeit. Und nee, das passt da nicht. Also ich würde sagen, das Filmen an sich ist keine harte Arbeit, aber nachher das Zusammenschneiden, das ist, glaube ich, ein bisschen komplizierter, oder? Man braucht eine gewisse Geschicklichkeit dafür und ein bisschen einen Blick dafür. Es ist auf jeden Fall aufwendiger und ich bin natürlich alles nur nicht perfekt auf dem Gebiet. Aber wir haben schon ein paar schöne Szenen zusammenbekommen, die spielen wir euch auch ein. Mhm. Und dann zeige ich euch auch, wie das dann am Schnitt aussieht und wie dann das Ergebnis aussieht. Aber das kommt jetzt dann alles peu à peu. Ja, genau. Wir haben ja noch jetzt viel Zeit. Genau. Und wir genießen jetzt erstmal hier den Tag und auch eigentlich sieht es mal hier jetzt recht schön auf dem Bänkle. Genau. Gell? Ist eine schöne Aussicht. Und da schalten wir euch jetzt ab. Und bleiben nur ein bisschen für uns sitzen. Ja, aber weißt du was, man kann ja mal so einen kleinen Rundum machen, damit sie sehen, wie schön wir, dass wir nicht nur sagen, wir sitzen schön, sondern dass wir auch wirklich schön sitzen. So, das ist also Pfullingen in Schwaben, Zentralschwaben. Also Baden-Württemberg, wer nicht weiß, wo Schwäbischer als Pfullingen geht es nicht mehr, nur Weiblingen ist Schwäbischer. Nur wer nicht wissen sollte, wo Schwaben liegt, das liegt in Baden-Württemberg. Genau. Und in Bayern ein Teil, ja. So. Reicht es? Ja, müsst langen, ja. So, jetzt drehen wir rum und dann fahren wir schön nebeneinander. Ja, hier geht es sowieso hoch. Es ist eine schöne Gegend hier. Ja. So, fahren wir gemeinsam los. Ist es soweit? Einen Moment, ich muss noch runterschalten. Okay. Ja. Also wenn wir das jetzt haben, Ossi, dann fahren wir schnell nach Pfullingen rein, suchen uns eine Pizzeria oder was, oder? Oh, das ist eine gute Idee. Ich habe jetzt auch Appetit. Das würde mich freuen, ja. Das ist wunderbar. So, fahren wir nochmal zurück, machen wir es nochmal, oder? Ja. Ja. Bist du soweit? Ja. Also, Ossi, warte mal, ich fahre an dir vorbei. Ich würde sagen, jetzt fahren wir dann nach Pfullingen rein, dann suchen wir uns eine Pizzeria, oder? Oh ja, prima Idee. Da habe ich richtig Appetit drauf. Ich auch. Ja, super. Uha. Ja. So, dann haben wir es. Ja. Dann mache ich das Mikro jetzt aus, oder? Gleich. So, und wenn man das aufgenommen hat, dann holt immer noch einer die Kamera ab und das bin in der Regel ich, weil Madame gibt nur die Regieanweisungen. Aber ich habe auch schon die Kamera aufgestellt und wieder geholt, gell? Wenn du nämlich mit dem Gustl dran vorbeigefahren bist. Das stimmt. Ja. Das war manchmal teilweise lustig. Wie das prasselt. Also ich muss richtig laut schreien. Also toll ist das jetzt eigentlich nicht, oder? Wir machen Dichtigkeitsprüfung online. Also wir stehen ja jetzt hier bei Hümer und es regnet, was runter kann. Und ja, jetzt hoffen wir natürlich, dass die Gustl auch dicht ist. Nicht, dass wir da auch noch Probleme kriegen, wenn wir schon das Wasser im Bomo haben oder halt ein undichter Hahn. Aber es ist schon ein komisches Gefühl, wenn es so runterprasselt. Mal schauen, wie das wird heute Nacht, ob man noch wegschwimmt hier.
So, und die Ussi, die tut jetzt auch mal so, als wenn sie kochen tät. Ha, ha, ha. Immer der Helle mit seinen Witzle. Nudler kriegt ja wohl jeder zustande, oder? Heute gibt es nämlich eine schnelle Küche bei uns, oder? Jawohl. Mhm. Wir haben nämlich die Mission defekter Wasserhahn erfolgreich überstanden. Jawohl. Hier ist das gute neue Stück. Jawohl. Und jetzt hoffen wir natürlich, dass der etwas länger hält als nur 3 Monate. Jawohl. Aber wir sind zuversichtlich. Denn irgendwann klappt es auch bei uns. Mit Belgien ist nichts geworden. Nein. Dafür haben wir ein neues Ziel. Ja, wir gehen jetzt, morgen fahren wir nach Überlingen. Ihr wisst ja, wir sind Bad Waldsee, also am Bodensee, nähe Bodensee, fast am Bodensee. Überlingen liegt ja direkt am Bodensee. Und da wollten wir jetzt auf die Landesgartenschau gehen. Richtig, und für heute Nacht haben wir unser schönes Freistehplätzchen gesucht. Das seht ihr hier, wunderschön. Und da fühlen wir uns heute Nacht wohl und morgen fahren wir nach Überlingen und dann gehen wir auf die Landesgartenschau, aber das kommt in einem anderen Video. Noch mal gucken, wie lange das wird oder so. So lange machen wir ja das nicht. Mit dem Helle ist immer da eh ganz schnell durch. Ja? Oh, denn, wo ich Blumen zu liebe. Ja, ja. Hört's. Ja, 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 ja. Ein Kampf ist es. Nein, ist gar kein Kampf. Nun. Für uns zuliebe mache ich sehr viel. Ja, also auf jeden Fall wollen wir nach Überlingen und mal schauen, vielleicht können wir euch da auch noch was zeigen. Da gibt es auf jeden Fall einen Stellplatz. Und dann sehen wir weiter. Dann sehen wir weiter, genau. Die schöne Landschaft und unser Bech. Also irgendwie steht unsere Reise jetzt nicht so auf dem guten Stern. Schon wieder eine Kleinigkeit, die der Helle jetzt zum Glück reparieren kann. Was ich natürlich schwer davon ausgehe. Und es wird er auch. Ich war gerade am Spülen, habe nochmal warmes Wasser gebraucht und habe dann das Gas angemacht für das warme Wasser zum Aufheizen und wollte es wieder ausmachen und dann zeigt es mir diese Störung an. Also irgendwie steht jetzt unser Ausflug nicht auf einem guten Stern. Wir hatten das Problem schon mal und da gibt es ein Video bei Ursi und Helle auf dem YouTube-Kanal. Und weil ich nicht mehr weiß, wie ich mir damals beholfen habe, schaue ich jetzt dieses Video an und ich hoffe, dass das wieder funktioniert. Mal schauen, was der Helle mir für Tipps gibt. Also ich versuche das jetzt da zu beheben, indem ich den Stecker ziehe. Der Stecker ist gezogen und jetzt warten wir ein paar Sekunden und dann steckt man wieder rein. Und dann schauen wir, ob sich die alte Heizung wirklich zurücksetzt. Ist natürlich immer wieder spannend. So, zack. Immer wieder spannend. Immer wieder ärgerlich. Aber sieht aus, als wenn es geklappt hätte. Ach, ja. Es hat geklappt. Danke, Helle, für die Hilfe. Hat er gut gemacht, mein Helle, gell? Doch, hatte ich nicht. Jetzt geht's los. Die Mission Landesgartenschau. Ja, hier bin ich. Sie hat es geschafft. Ja. Ich dachte, das wird nichts mehr mit über sie. Helle ist halt immer so schnell. Also los geht's. Ja. Also es ist ja so, dass hier ein Bus fährt. Das ist wohl so ein Shuttlebus, so ein kostenloser. Aber wir fahren lieber mit den Fahrrädern, da sind wir nämlich unabhängig. Und außerdem, wenn man schöne Radeln hat, dann fährt man gern mit den Fahrrädern.
Ich kann jetzt leider nicht sagen, gell, Ossi, weil die hört nämlich nichts. Wir haben unsere, wir sind ein bisschen auseinander und wir haben jetzt nicht unsere Funkmikros an, da seht ihr das, der fährt sie. Und zum Essen wissen wir auch schon, wo wir hingehen. Wenn ihr mal in Überlingen seid, da gibt es die Gret und da ist ein guter Bäcker und ein guter Metzger und da kann man sich dann was zum Mittagessen holen. Also wir bevorzugen in so einem Fall dann immer Wurstsalat oder Fleischkäse-Semmeln. Ach so, die Gret, habe ich gesagt, ich habe von der Gret gesprochen. Das ist das alte Kornhaus. Die Gret, also ein altes Lagerhaus, ein mittelalterliches Lagerhaus. Und da ist heute ein, also heutzutage ein kleiner Markt drin und auch eine Pizzeria, waren wir auch hier drin essen, war auch ganz, ganz gut. Aber meistens, wenn wir in Überlingen sind, dann tun wir nur so ein Fleischkäsebrötel essen. So, da kommen wir schon ans erste Stadttor ran. Und schon sind wir im mittelalterlichen Überlingen. So, seht ihr so schönes Überlingen. Wir sind immer noch nicht unten, also wir sind noch ziemlich weit oben. Es geht schon verdammt steil und lang da runter vom Wohnmobilstellplatz. Ist natürlich, wenn heute ein Gewitter kommt, dann ist es natürlich mit dem Fahrrad nicht so günstig. Dann könnte es sein, dass wir ein bisschen nass werden, aber das macht nichts, wir haben Handtücher dabei, da kann man sich wieder abtrocknen. Meine Oma hat schon immer gesagt, weiter als bis zur Haut geht's nicht. So. Jetzt sind wir schon an der Hauptstraße in Überlingen. Ich hoffe, dass die Ossi noch hinter mir ist. Aber so moderat, wie ich gefahren bin, kann ich sie gar nicht abgehängt haben. So, und da ist ein schlechtes Hotel. Das beste Haus in Überlingen nennt sich Bad Hotel, also schlechtes Hotel. Die Amerikaner wundern sich immer, wie sich ein gutes Hotel schlecht bezeichnen kann. Aber auf Deutsch heißt es Bad Hotel. Ich habe gerade mit unseren Zuschauern geredet. Ja, doch, ich habe ein Mikro an, Ossi. Und wo gehen wir jetzt hin? Was? Wo gehen wir jetzt hin? Sag mal Hallo zu unseren Zuschauern. Sag mal, ich sag mal Hallo zu unseren Zuschauern. Wo gehen wir jetzt hin? Jetzt gehen wir rein. Also, in Dingen Kapuzinergarten, ja? Ja, ja, irgendwo halt da. Ja, mal schauen, ob wir da reinkommen in unsere Eintrittskarten. Ja, mal schauen. Da, guck, da hat es Radständer, da fahren wir jetzt hin. Alles klar, und wir schalten euch ab zu den Blumen, seid ihr wieder dabei. Also wir sind jetzt ein bisschen unsicher, denn hier sind wir jetzt schon am Rundweg. Aber wir haben noch gar keine Karte bezahlt. Die Karten haben wir schon, aber noch nicht entwerten lassen. Jetzt gehen wir halt mal, merken wir dann schon, wenn jemand was von uns will. Ja. Also Blumen stehen schon da, noch ist alles gratis. Und schau mal, wie man die Alpen sieht. Aha. Wunderschön, den Sendis kann man auch sehen, aber ich weiß nicht, ob ihr das erkennen könnt. Versucht es ein bisschen her zu zoomen. So, und da schauen wir, da ist der Rundweg. Ja. Haben. Die haben nichts mit der Gartenschau zu tun. Was hat nichts mit der Gartenschau zu tun? Die ersten Blumen, die wir sehen können. Das ist immer so. Jetzt sind wir am Eingang. Jetzt wird unsere Karte dann entwertet. Wir haben uns schon Sorgen gemacht, wir müssen ein zweites Mal her, wenn die Karte nirgends entwertet wird. Wäre daran so schlimm, ein zweites Mal Blume anschauen? Jetzt wollen die Dame.
Sie haben Eintrittskarten für uns? Natürlich. Dass wir sowas haben. Okay, dann herzlich willkommen. Wenn es jetzt regnet und wir kämen morgen nochmal, gilt das denn auch? Nein, noch? Das gilt nur für heute. Oh, das können wir jetzt auch. Ihnen. Darf ich noch einen Plan geben? Ah, okay. Okay. Hat's geklappt? Dann viel Spaß, dann kann ich Ihnen nichts mehr sagen. Okay, danke. Sie haben doch schon einen Stempel gehabt, oder? Nein. Ah, er hat es gerade eben gemacht. Ja, die Kollegin hat ihn mir gerade mich ein bisschen verziert. Verpasst. Ja, ja, neues Tattoo. Also man muss sich nur ein bisschen blaue Farbe hinschmieren und dann dürfen wir überall rein. Weiß nicht, ob das überall gilt. Mein Stempel ist gut, hat sie gesagt. Meine auch. Wie gefällt dir die Landeskartenschau? Ach, ganz nett. Halt viele Blumen. Ich liebe Blumen. Ja, aber man hätte schon ein bisschen mehr Inseln und sowas machen können. Ein Teil der Insel ist gesperrt wegen einem Sturmschaden. Das ist jetzt halt allgemein so mit den vielen Gewitter. Und hier in der Gegend waren sehr starke Gewitter. Und dann war der Superfilmer unterwegs. Jetzt dürfen wir nämlich ein Stückchen zurücklaufen, weil Helle hat nicht gefilmt. Und warum nicht? Weil er geschlafen hat und die er hat gefilmt. Ich habe nur die Schutzkappe nicht abgezogen. Also er hat geschlafen. Und die schwarzen Bilder wollten wir euch nicht zeigen. Gehen wir nochmal ein Stückchen zurück. Wir gehen nochmal zurück und spielen die Bilder nochmal ein. Hat sich nichts verändert in der Zeit. Nö. Gehen wir halt nochmal durch, oder? Ja. Thank you.
eine ehemalige Kirche stillgelegt. Hat als Theater schon herhalten müssen. Und jetzt als Ausstellungsraum für die Landesgartenschau. Und da gehen wir jetzt rein. Jawohl. Ich brauche noch ein paar Minuten, bis ich mich entscheiden kann. Alles lecker. Also wenn man schneller Eis will, dann ist es keine gute Idee, mit der Ussi ins Eiscafé zu gehen. Aber man hat ja Geduld und als Rentner hat man ja auch Zeit. Genau so ist es. Und gemütlicher ist es auch. So, wir haben jetzt mal überprüft, ob der Trick, den ich euch verraten habe, mit der blauen Farbe, dann auch wirklich funktioniert. Mhm. Und die sind schon... Nämlich ganz schön schlau hier in Überlingen. Die sind clever, ja. Die kennen ihre Pappenheimer, ja. Morgen gibt es eine andere Farbe und welche ist noch nicht bekannt. Ja, ja. Also vergesst es mit der blauen Farbe. Was war ja eigentlich klar, oder? Ja. Also probiert es gar nicht. Nee, und wisst ihr was? Wir können uns heute Abend getrost waschen. Weil wir kommen morgen mit der blauen Farbe nicht mehr rein. Bringt eh nichts. Also an einem der schönsten Aussichtspunkte von Überlingen, nämlich am Pavillon im Kurpark, da führt die Landesgartenschau nicht dran vorbei, nicht, der Rundweg. Nicht direkt, ja. Nicht direkt, also nur einen Abstecher kann man hinmachen natürlich, machen ja auch der eine oder andere, wir sind schon ein bisschen da. Aber es ist ein wunderschöner Aussichtspunkt mit Blick auf die Stadt und auf Wallhausen, Konstanz Wallhausen im Hintergrund. Ja, auf der anderen Seeseite. Ja. Und wir, Ossi, wir verabschieden uns jetzt wieder. Ich wollte eigentlich noch gern zu deiner Rosengärte gehen. Unser Urlaub ist noch nicht zu Ende, aber das Video. Ja, und der Urlaub ist ja auch total anders gekommen als geplant. Hilf dir selbst, sonst hilft dir Hümer. Naja, ich weiß nicht.
selber können wir uns nicht helfen. Also mit dem Wasser, da komme ich mit mir zurecht. Mit Gras, das ging ja, das habt ihr gesehen. Und weil es so schön war, ja. Fahren wir nämlich jetzt nochmal zu Hömer. Richtig, Gott sei Dank sind wir gar nicht aus der Gegend weggefahren. Wir waren gestern in Überlingen. Wir waren am Stellplatz in Überlingen. Da möchte ich auch ganz kurz was dazu sagen. Der kostet 16 Euro, ist auch ganz okay. Das ist ein großer Parkplatz. Und 16 Euro halte ich, auch wenn es Überlingen ist, schon für einen stolzen Preis. Denn der Stellplatz liegt ja nicht am See, der liegt ja ganz am Rande der Ortschaft, ist auch nicht ganz so ruhig. Aber hat alles an Versorgungsmöglichkeiten, der Edeka ist direkt neben dran, also soweit ganz okay. Die Stellplätze sind auch so reichlich dimensioniert, dass man sich vor das Fahrzeug setzen kann. Was allerdings meines Erachtens ein No-Go ist, zumindest für uns Älteren. Ich meine, bei den Jungen ist es wahrscheinlich anders, aber für uns Ältere ist es ein No-Go, dass kein LTE vorhanden ist. Also man kommt nicht ins Internet. Man kann weder Börsenkurse nachschauen, noch auf seinen YouTube-Kanal, noch E-Mails schreiben. Es geht einfach so gut wie nichts. Ja? Und WLAN stellt die Stadt Überlingen auch nicht zur Verfügung. Also insoweit, liebe Stadt Überlingen, vielleicht überlegt ihr euch mal, wenn ihr schon einen Stellplatz an die letzte Ecke von Überlingen hinbaut und dafür dann noch 16 Euro nimmt. Denn das ist kein billiges Vergnügen für einen Wohnmobilstellplatz. Dann bitte überlegt euch, ob ihr nicht wenigstens noch WLAN mit anbietet, damit eure Gäste, eure alten Gäste, die ja das alle brauchen, wir lesen heute alle schon Zeitung digital, wir sind mittlerweile digital angekommen, damit wir das dann auch genießen können. In dem Fall wären wir noch einen Tag stehen geblieben, ja. Obwohl wir sagen müssen, auf unserer Storchenwiese war es viel schöner. Da waren wir ganz alleine gestanden. Ja, klar. Da waren wir ruhiger gestanden. Ja, obwohl. Haben wir einen schönen Ausblick gehabt. Obwohl wir befürchtet hatten, dass da mehr Verkehr ist, aber ja, da war nicht. War nicht. Und einen schönen Ausblick haben wir auch gehabt. Mhm. Eine schöne Radtour haben wir dort unternommen. Ja. Wir haben nicht alles gefilmt. Also, nein, natürlich. Ja, ja. Aber der Rahmensprenger. Ja, eine schöne Radtour haben wir dort auch noch gemacht. Mhm. Und da hätten wir nämlich unser wunderbares Netz haben wir dort auch gehabt. Ja. Und das war es, warum sonst? Wir verraten auch nicht, wo es war, weil wenn dann da das von allen überfallen wird, dann ist es nicht mehr lang möglich, da ein Wohnmobil abzustellen. Ja. Also das war ein Ausnahmefall. Ich stehe mal in Geisingen. Ist auch ganz gut. Ein sehr schöner Stellplatz. Ja, und der hat vor allen Dingen WLAN und das ist für uns immer sehr hilfreich. Und dann haben wir heute früh festgestellt oder gerade nach dem Abspülen, dass wir mit dem Wasser wieder zu Hömer dürfen, weil der Siphon ist immer noch kaputt. Das Wasser läuft immer noch munter plätschernd in der Besteckkaste. Und ihr könnt mir glauben, das ist keine Freude. Ja, und Hömer hat es ja nachgebessert. Ja, anscheinend haben sie das ja repariert. Ja, also ja. Okay, jetzt fahren wir halt nochmal hin und dann sind wir weiter. Ja, also es ist verdammt ärgerlich, wenn man seinen Urlaub um Bad Waldsee herum gestalten muss, ja. Weil man dann im Urlaub dreimal zu Hümer muss, um da was reparieren zu lassen. Ich meine, dass der Service besteht, dass man kurzfristig hin kann, das ist ganz okay. Aber auf der anderen Seite, ich muss hier mal sagen, es ist verdammt ärgerlich, dass das nicht in den Griff gebracht wird. Wir waren jetzt schon zweimal dort zum Reparieren. Ja. Das Fahrzeug haben sie jedes Mal einen halben oder einen ganzen Tag zur Verfügung gehabt. Mhm. Und jetzt haben wir wieder Wasser drin. Also ehrlich gesagt, irgendwo stinkt mir das mittlerweile ganz gewaltig. Und ich glaube, das kann ja jeder nachvollziehen. Ja. Es ist kein Vergnügen. Das kann in jedem Fahrzeug sein, das ist jetzt kein Gemecker an Firma Hümer. Ich weiß es nicht, wie es mit anderen ist. Bei uns ist es auf jeden Fall so und wir sind, genau. Ehrlich gesagt, ich bin stinksauer. Mhm. Um das einmal Klartext zu reden. Ja, stimmt ja auch. Es, ja, es ist eigentlich, jetzt fahren wir wieder nicht nach Bad Waldsee. Mhm. Ja? Ja, klar. Vielleicht bei einem anderen Hersteller, die denen sagen, wir haben keine Zeit für sie, das Fahrzeug ist 3 Jahre alt, das ist aus der Garantie draus, das macht Hümer nicht. Nein, die kümmern sich drum, denen ist es auch nicht recht. Aber, ja, aber anscheinend machen sie es ja doch nicht richtig, denn sonst wäre das ja jetzt kein. Ich weiß jetzt auch nicht, an was es liegt. Ja, weil sie waren ja am Siphon dran, das haben, ja, haben sie ja noch gesagt. Sie haben ja sogar gesagt, dass sie den. Ja, und jetzt haben wir trotzdem Wasser. Also, das ist einfach ein No-Go. Ja, aber jetzt schimpfen wir nicht. Nein, ich habe nichts gesagt. Mhm. Nein, du wolltest nur ein Fazit machen vom Urlaub. Also, ja, wir haben geschimpft über Überlingen, über Oberstädter. Ja, geschimpft haben wir da nicht. Das haben wir einfach haben nur gesagt, dass das halt nicht das Richtige für uns ist. Ja, und die Landesgartenschau war ganz okay. Die kann man übrigens bis Oktober läuft die, glaube ich. Mhm.
Und die ist nicht schlecht. Also ich fand es auch nicht schlecht, wenn man gut zu Fuß ist, kann man alles zu Fuß machen. Aber das bin ich ja wohl nicht. Man kann es mit dem Fahrrad wir machen. Wir haben halt dann vieles abgekürzt, sagen wir mal so. Ja, also da gibt es ja einen Rundweg, den wir jetzt halt nicht ganz rund gelaufen sind. Wir haben einige Sachen mit dem Fahrrad angefahren, ja, was natürlich auch geht. Ich meine, wir kennen ja Überlinge und von daher... Ja, und dann kommt noch eins dazu. Es kommt noch eins dazu, wer auch nicht zu Fuß ist und Überlinge nicht so gut kennt und auch kein Fahrrad dabei hat, der kann den Shuttlebus benutzen. Ja, genau. Der fährt dann zu diesen unterschiedlichen Ausstellungsräumen zu oder den Stationen. Vorstellungen, was sie da ja haben, zu verschiedenen Stationen. Ja. Ja. Also das ist dann ganz gut organisiert. Ja, und es war auch ganz okay. Es war eigentlich eine nette Bundesgartenschau oder Landesgartenschau, zumal der Bodensee ja ohnehin immer ein wunderbares Reiseziel ist. Ja. So, und gibt es noch was zu sagen? Nee. Ein Urlaub anders als geplant. Ja, wir holen das nach. Also wir haben jetzt im Moment einen vollen Terminkalender. Aber wir hoffen, dass wir Belgien, das bleibt als Ziel, ja, genau wie Dänemark. Also das hätten wir beides gerne noch dieses Jahr. Das interessiert uns und wir sind dann, also nachdem ja unser Wasser so geleckt hat im Hahn, haben wir einen großen Bogen gemacht. Also wir sind nicht auf dem direkten Weg nach Bad Waldsitz zurückgefahren, sondern wir haben einen großen Bogen durch Luxemburg gefahren und da haben wir dann festgestellt, Luxemburg könnte uns auch gefallen. Ja, wunderschönes Land, und ja. Vermutlich oder ganz sicher werden wir das auch besuchen, irgendwann. Ja, also dieses Jahr ist noch nicht zu Ende. Nein. Aber jetzt haben wir erstmal einen Terminkalender anfallen und es geht auch, die nächste Auslandsreise kommt. Und die beiden neuen Reisebegleiter, die stelle ich im nächsten Video vor. Ja, auf jeden Fall, das hat jetzt hier nicht mehr reingepasst. Und jetzt müssen wir nämlich Schluss machen, sonst sprengt nämlich jetzt unser Fazit den Rahmen auch noch mal gewaltig. Ja, wir hoffen, es hat euch trotzdem ein bisschen gefallen. Mhm. Verliert nicht den Mut, wenn euch mal was passiert. Nein. Holt euch eine Ursi, die dann immer wieder beruhigt. Man kann das ja eh nicht ändern. Ja, ja, dann wird es alles gut. Ja. Wird es ja auch im Endeffekt. Ja, es ist halt ein wenig Geduld, braucht man halt, ja. Ja, das fällt halt schwer. Aber jetzt ist Schluss. Jetzt sagen wir nämlich Tschüss. Ciao. Und denkt dran. Macht's gut. Ja, und vergesst den Daumen nicht. Ja. Den brauchen wir jetzt wenigstens als Entschädigung. Ja, genau. Als kleines Trostpflaster. Ciao. Macht's gut. Tschüss. Ciao.